Hier noch ein kleines Video mir rausgepickt. Und zwar heißt das, ist eher so ein Tüftelvideo, schätze ich mal. DIY-Regenschirm, einzigartige und leistungsstarke Schleuder. Ich glaube, das ist ein englischsprachiger Kanal. Catch and Cook heißt der. Boah, ich mag ultra so Tüftelvideos, so kreative Sachen, wo man sich denkt, Alter, wie sind die Leute da drauf gekommen? Und haben sich gedacht, so, ich hole jetzt mal einen Regenschirm und daraus mache ich einen Schleuder. So. Hat er das irgendwo gelesen, hat er das irgendwo gesehen oder ist er einfach auf die Idee gekommen? Ja, ich glaube, geredet wird hier nicht, aber ich finde es trotzdem interessant. Ich habe gestern noch beim Niklas in der Insta-Story gesehen, wie er irgendwie eine Schleuder ausgepackt hat. Würde mal gerne wissen, ob das sinnvoll wäre für die dritte Staffel von Seven vs. Wild, so in Sachen Nahrungsbeschaffung, ob das erlaubt ist, weil diese Schleuder von Niklas war super klein, die passt auf jeden Fall in diese Flasche rein. Hier das Teil ist natürlich jetzt, baut jetzt jemand, aber es gibt ja auch Schleudern, die man direkt kaufen kann. Allein hier sowas, ne? Ich hätte das jetzt da durchgefrickelt und mir einen abgemüht. Hier mir so ein Moped zur Hilfe zu nehmen, wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Ja, Annegret schreibt, wie kommt man auf solche Ideen? Da fehlen mir irgendwelche Synapsen. Denkt genau das Gleiche. So, ob sich jemand hinsetzt und das dann zeichnet irgendwie, weil er sich denkt, ach ja, ich hätte jetzt Bock, mir eine Schleuder zu bauen. Hat den Regenschirm in der Hand und denkt sich so, oh ja, hier kann man abdrücken, das wird eine Schleuder. Weiß auch nicht. Mich würde auch interessieren, ob man diese Art von Kreativität lernen kann, indem man einfach oft genug sowas probiert, macht und sich irgendwie reinfuchst und dann sich auf einmal neue Synapsen bilden, sodass man da in der Hinsicht viel kreativer wird.
Auch krass präzise das Ding, ne? Also wenn, gut, das sind jetzt, wie viele Meter sind das? 5 Meter, 6 Meter? Ist das bei euch auch so, dass ihr euch solche Slow-Mo-Aufnahmen, also dass so ein immer noch das Kind in mir ultra Spaß an solchen Slow-Mo-Aufnahmen habt, wo irgendwas so platzt und weiß auch nicht. Holt mich auf jeden Fall ab. Das war's. Ach krass, hier sind noch mehr solcher Videos. So ein Regenschirm, eine Armbrust. Was ist das? Ja, der Kanal, wie heißt der? Catch and Cook. Catch and Cook. NVY Catch and Cook.